Ja, und vor allem, also klar, der Dyson ist nicht für Locken da, das ist mir auch bewusst. Der soll halt so ein Blowout machen, aber das hält auch nicht, weil der halt nur auf 60 Grad kommt. Weißt du? Deswegen. Das hier ist halt 220 Grad heiß. Ist natürlich nicht gut für die Haare, der Dyson ist wahrscheinlich schon schonend, ne? Aber er bringt mir halt nichts. Er bringt mir nur bei glatten Haaren das, wenn ich keinen Frizz will, dann bringt er mir was. Das war's aber auch. Deswegen habe ich meine Mom überlassen. Nein, gar nicht, vor allem wenn man die dünne Haarstruktur hat. Ja, das ist echt irgendwie blöd. Ich wollte ihn so gerne haben, ich habe den schon mega lange. Ich habe den Dyson schon seit Januar 23. Nee, sogar länger, seit Januar 22 schon. Also ich habe den ersten Dyson noch, diesen rosa-grauen. Aber der ist gar nicht sein Geld wert. Ich liebe auch meinen Schmuck und ja, leider ist er wirklich einfach nur teuer. Ich sehe so witzig gerade aus. Wow. Wow. Ich will halt nur die vorderen Strähnen so ein bisschen in der Form haben. Hier mache ich jetzt so ein ganz kleines bisschen. Ich bin in Spanien und habe gemerkt, deutsche Frauen sind es nicht. Das ist aber schön. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Wie du deutsche Frauen findest, dann bleib mal lieber in Spanien. So. Genau. Was ist Julius? Psch. Gestern beim Kellnern kam eine mit einer Sacnui, war so neidisch, hab gleich gesagt, wow, coole Tasche. So abgehoben, ja, voll, aber du chillst ja trotzdem auf meinem Profil und kommentierst meine Videos, voll gut. Ich bin gerne abgehoben. Voll schön. Ich gehe gleich zum Fußballspiel von meinem Freund. Ja. Das ist mein Hitzeschutz. Weil die Stimme nicht so der Hit ist. Süß, aber trotzdem bist du drin. Voll süß. Klingst wie Manfred. Ja, gar kein Problem. Wahrscheinlich habe ich noch eine tiefere Stimme als du am Ende. Ich studiere Politikwissenschaften und Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Bist voll hübsch, Dankeschön. Ja, ich gehe ins Ostseestadion. Weil du lame bist. So lame, dass es dich unterhält. Kannst du mal deinen kompletten Kleiderschrank zeigen? Boah, ich glaube, das kriege ich nicht in einen, also das muss ich in Teilen machen. Ich finde deine Stimme so entspannt. Ich mag meine Stimme auch echt gerne. Ich glaube, sie ist für Podcast geeignet. Wow, die Locke ist cool. Nee, ich studiere nicht auf Lehramt. Jetzt hat meine Kamera gestoppt. Oh, ich habe keinen Akku mehr auf meiner Kamera, das ist schlecht. Ich gehe ins Ostseestadion. Ist ja so ekelhaft. Die mache ich jetzt auch noch hoch, weil die auch echt gut geworden ist, also so ein bisschen Schwung hat. Weil dann haben wir länger was davon. Ein Jahr ohne Handy oder ein Jahr ohne was? Das Fernlicht an. Danke, Leute. Danke für die Tipps, dass ich Fernlicht an habe. Das ist so lustig. Wow. Liebe Leonie, ich möchte dich nicht in meinen Videos oder in meinen Streams haben. Ich dachte, ich habe dich als Follower gekauft. Soll ich dich blockieren oder was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Lass uns es. Was? What the fuck? Wärst du alleine ohne Kamera, wärst du nicht so stark? Glaub mal. Glaub mal gerne. Wo sitzt du im Stadion? VIP-Bereich, aber der ist bei der U23 ist das kein typischer VIP-Bereich. Also der ist trotzdem nur für Freunde und Familie. Also die vergeben da die Karten, aber ich glaube, du kannst dich da auch trotzdem so hinsetzen. Also da die Leder oder die weicheren Stühle. Auf der West, glaube ich, ist das, oder? Ich weiß auch nicht, warum die alle hier so komisch sind. Es ist eine lustige Sache. Du brauchst eine Impressum. Wird sonst teuer. Willst du mich anzeigen? Wollen wir das machen? Voll cool. Süß. Ich weiß auch gar nicht, was du von mir willst. Du bist eigentlich echt peinlich. Also du bist wirklich sehr peinlich. Leute, diese Leonie in dem Stream hier, die ist mir gestern gefolgt. Also sie hat mir gefolgt und dann hat sie geschrieben, dass ich mir Follower kaufen würde. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich es denn auch sie gekauft habe. Und dann hat sie nichts mehr dazu gesagt. Schade. Blöd.
blöd. Heute spielt Schalke, aber ich gucke Hansa gegen Chemie Leipzig, also U23. Haha, Leonid Ulosto, das war wirklich der geilste Move, den ich je gesehen habe. Also wirklich jetzt, das war so witzig. Die Bürste ist online gekauft, die Marke heißt Cera. Das sind Männer, keine Ahnung, Mann. Danke für eure Follows. Fühle mich gerade, als ob ich mit dir FaceTime mache. Mache ich gerade auch mit dir fertig, wie cool. Die Lappenwickler sind von Amazon. Leute, ich lieb's. So. Wow. Mein Freund spielt zentrales Mittelfeld. Die GHD Hardbrush kann ich auch empfehlen. Sehr nice. Aber die ist bestimmt ein bisschen teurer, oder? Also, ist ja nicht schlimm, aber ich glaube, die ist bestimmt teurer als meine. GHD ist ja relativ teuer. Keine Pressung zu haben wird ziemlich teuer, aber naja. Ja, du gehst auch nicht darauf ein, ne? Was ich gerade gesagt habe. Kann ja teuer werden. Mach mal, was du machen willst, liebe Leonie. Boah, du bist so peinlich, wirklich. Das ist wirklich echt unangenehm. Hast du dich schon vorher für Fußball interessiert? Nee, aber ich bin mit meinem Freund schon fast 5 Jahre zusammen. Also ich lebe mit Fußball seit ich 15 bin jetzt. Zusammen, sag ich mal. Ja. Aber nur für das, was mein Freund macht. Also ich gucke sonst keinen Fußball. Genau. Danke für eure Follows. Wenn du eine Anzeige bekommst, guckst du blöd. Machen wir eine Anzeige. Also, ich weiß nicht, was du damit erreichen willst. Ich bin gut darüber informiert. Ich bin in einem Management ab nächste Woche. Ich weiß, was ich tue. Danke. Mach doch. Also, interessiert mich eigentlich nicht so. Wie gut, dass ich auch einen Steuerberater habe und alles. In welchem Management sage ich noch nicht, weil ich das noch nicht unterschrieben habe und so. Woher will sie sich überhaupt anzeigen, dass ich kein Impressum habe? Deswegen will sie mich anzeigen oder was auch immer. Sie hat nicht gesagt, dass sie mich anzeigen will, aber sie hat gesagt, es wird teuer. Vielleicht tut sie es ja jetzt, die Süße, die mir gestern noch gefolgt ist. Nur sie hat sich leider angegriffen gefühlt. Sie hat nicht verstanden, warum ich nicht vegan bin, wenn ich kein Fleisch esse. Und dann ist das leider ausgeartet mit der Leonie. Dann hat sie behauptet, ich kaufe Follower und sie war mein Follower. Und dann habe ich sie halt schon, wie gerade schon gesagt, gefragt, ob ich sie auch gekauft habe. Und dann hat sie nichts mehr dazu gesagt. Ich bin 19. Die Haarklammern sind auch von Amazon. Die waren bei den Lockenwicklern dabei. Ich glaube, es ist von Zara. Mein Freund hat keinen Vertrag von der U23, also der ist Profi offiziell, deswegen. Ich weiß nicht, wie viel die anderen aus der U23 verdienen, aber die verdienen auch Geld, aber ich weiß nicht, wie viel. Ich will die Haare gar nicht so machen, also ich will die einfach nur ein bisschen gerade machen, weißt du? Hier hinten. Die hier sind gleich Blowout-mäßig. Macht es einen großen Unterschied, die Haare noch in den Lockenwicklern zu haben? Ja, weil die auskühlen in den Lockenwicklern und dann in der Form auskühlen. Weißt du, was ich meine? Ich gehe auf das Spiel von meinem Freund. Ja. Wir machen die jetzt auch schon raus, weil ich will nicht die krassesten Locken haben. Ich wollte einfach nur so eine Form haben. Wisst ihr, so ein bisschen... so eine kleine... Weil ich bin schon wieder mit nassen Haaren eingeschlafen und es sieht dann immer echt blöd aus, deswegen will ich einfach nur so eine kleine Form.